Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal von einem Aufnahmeteam, nämlich meinerseits. Und sagst du auch mal hallo? Hallo. Und meinem kleinen größten Fan. Ja, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe eigentlich... Oh, Danger. Gut, fangen wir erstmal hiermit an. Wir haben den Miltis Messorum. Okay, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Also, so von der Aufmachung her... erinnert er mich an irgendein Computerspiel, wie die meisten Bosse hier. Aber prinzipiell jetzt vom Namen sagt er mir nichts. Fighten wir mal ein bisschen gegen ihn. Wir nehmen mal hier irgendwas mit Feuer vielleicht. Ah, die Ravage Shield Blade ist ja relativ prädestiniert. Ja, ich hatte fast 4000 Schaden auf dem Handy. Aber, beziehungsweise auf dem Tablet, aber hier wird es nicht ganz so hoch sein. Nee, nur 4000, ich meinte natürlich 10.000. Entschuldigung, hier war es jetzt nicht ganz so viel, aber gut. Ja, das war's. Ich weiß natürlich, dass man anderthalbfachen Schaden bekommt, weil Mystik gegen Erde gut ist, aber das sollte jetzt am Anfang nicht so viel. Also wir kennen hier wieder, dass man kriegt Totenköpfe, toll. Ja, und ansonsten mal gerade hier raus. Gerade noch mal rein. Miltis, so sieht er aus. Die Werte von der Rüstung, ihr wisst, es wird immer mehr und mehr und mehr. Ich finde die Nemesis-Rüstung finde ich relativ nett. Ja, haben sie sich mal wieder was Schönes ausgesucht. Warum jetzt hier ein Gehörnter gegen den Tod kämpft und überhaupt und also gegen den Todesengel würde ich ihn mal betitulieren. Ja, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach arbeitet der eine ja dem anderen zu. Warum sollten die gegeneinander sein? Ja, dann nochmal eine wichtige Sache, bevor ich es vergesse. Wir haben hier wieder mal eine neue Aktion hier mit Bonus, bla bla bla. Sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen. Ich wurde letztens ja gefragt, habe so und so viel Euro, was soll ich damit tun? Also wenn Gems kaufen, dann so Gems kaufen, weil man kriegt dafür einfach wirklich viel geboten. Man sieht unten, für 1,50 Euro kriegt man 10 Gems. Also wir sind jetzt hier genau bei 50% allein von den Gems, plus den Rüstungen, die man dazu bekommt, die dann zum Hochleveln von anderen Rüstungen zum Beispiel wieder gut sind. Oder wenn man selber nicht genug 4 oder gar 4 Sterne oder Epix hat, kann man dadurch natürlich dann auch wieder 3 und 4 Sterne eventuell bekommen und dann später halt vielleicht sogar eine Epic draus fusionieren. Um mit der Tür ins Haus zu fallen, mir ist es auch schon an die Ohren gedrungen, dass man mittlerweile, wenn man Epic und Epic fusioniert, eine garantierte Epic rausbekommt. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde mich jetzt nicht aufregen, dass ich hier meine ganzen Epics wegfusioniert habe. Gut, ich habe mich voll aufgeregt, aber macht nichts. Sondern werde jetzt zum Beispiel einfach mal für euch als kleines Schmankerl demnächst den Tectonic Mantle mit der Arcane Mantle in einen Topf werfen, in der Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt. Die Druidik habe ich mir überlegt, könnte ich zwar mit der Crystal Finmail machen, hab's aber bis jetzt mich noch nicht dazu durchgerungen. Vielleicht mache ich auch nur das. Mal schauen. An 4-Sterne-Rüstung habe ich ja auch nicht mehr so viel. Da hatte ich ja auch eine große Fusionsfolge gemacht. Aber auch da ist jetzt wieder ein bisschen was dazugekommen. Da werde ich vielleicht dann auch mal wirklich wieder mal so eine Fusionsfolge machen, wo einiges passiert. Auf dem Handy habe ich jetzt schon fusioniert. Da hatte ich auch einige, wie soll ich sagen, Epics mit Epics gekreuzt und habe dann auch tatsächlich Epics rausbekommen. Also es ist eine bestätigte Sache, dass das funktioniert. Also auch von mir bestätigt. Das Video ist nur leider noch nicht draußen. Das habe ich gestern gemacht, weil ich Probleme mit der Audiospur hatte, weil ich habe das am Tablet wieder mal gemacht. Und interessanterweise, um das mal kurz zu erklären, habe ich die Audiospur genauso genannt wie die alte Audiospur, die ich allerdings auch gleichzeitig gelöscht habe. Jetzt ist mein Problem, dass wenn ich diese Audiospur vom zum Beispiel Windows Media Player wiedergeben lasse, ist es die neue Audiospur. Wenn ich aber in mein Programm zum Video bearbeiten gehe,
steuert er die alte, gibt er mir die alte Tonspur wieder, obwohl die ja eigentlich gar nicht mehr da ist und eigentlich gelöscht sein sollte. Wobei ich gucken muss, ob die noch im Gelöscht-Ordner ist und jetzt einfach mal gucken muss, wie ich überhaupt damit klarkomme und wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall werde ich euch das zeigen. Da kam jetzt nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt mal, bei raus, wobei die eine schon ziemlich cool war. Natürlich nicht das, was ich wollte, und mittlerweile ist es halt leider immer noch so, zumindest laut meinen Unterlagen, dass es keine gescheite Feuer-Wasser-Epic zu fusionieren gibt. Und dementsprechend habe ich da jetzt auch nicht auf Teufel komm raus alles weggefused, aber finde es einfach ziemlich cool, dass da wirklich mit 100 oder fast 100%iger Sicherheit eine Epic rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass in ganz, ganz seltenen Fällen sie vielleicht sogar nochmal runtergehen auf eine 4-Sterne-Rüstung, aber eigentlich sind die Informationen, dass es wirklich immer eine Epic rauskommt. Gut, das war jetzt hierzu soweit. Es geht einfach nur darum, eigentlich ist diese Folge ja dafür gedacht, euch hier den Miltis Messorum näher zu bringen. Also wir gucken nochmal rein. Von den Elementen her nicht unbedingt das, was ich brauche, was ich haben wollen würde. Vor allen Dingen nicht mit diesen Werten. Willst du was sagen? Aber diese Rüstung ist ganz schön cool. Welche, die da drüben? Mhm. Also mein Sohn findet natürlich die Nemesis-Rüstung ziemlich cool und ich muss ihm einfach recht geben, die Nemesis-Rüstung ist einfach ziemlich cool. Sollen wir mal eine Truhe aufmachen, gucken, ja, ob wir vielleicht eine bekommen? Hm? Wir machen hier mal so eine Truhe auf. Wenn ich jetzt eine Nemesis bekomme, muss ich die auch hoch? Nein, ist nur eine 2-Sterne-Rüstung, aber ist auch eine coole Rüstung, oder? Mhm. Ja. Sehr gut. Beide waren eigentlich gleich gut. Die waren beide, nee, die andere wäre jetzt schon besser gewesen, weil die bringt hier Bonus, wenn man gegen diesen Boss kämpft. Das ist euch allen klar, die Nemesis-Rüstung steht auch hier, aber ich sag's jetzt einfach nochmal, fiel mir jetzt gerade auf, habe ich lange nicht mehr erwähnt, die Nemesis-Rüstung kriegt 3-mal Schaden, bedeutet also, sie macht den 3-fachen Schaden, damit kann man relativ weit kommen. Problem bei der gesamten Sache ist nur leider, wenn man mal über die Meilensteine, weiß nicht, 35, 43 hinauskommt, bringt die Nemesis nicht mehr ganz so viel, muss man einfach klar sagen, weil da dann das Problem ist, dass die Nemesis zu wenig Verteidigung hat und die Leute halt relativ schnell weggeschnetzelt werden. Da habe ich allerdings jetzt auch schon wieder gelesen, wäre der Plan, dass man dann trotzdem die 2 oder 3 Attacken, die man mit dem Nemesis dann vielleicht noch hat, hier weiter oben, dass man die dann trotzdem sich mit Gems zu Powerschlägen kauft, um halt richtig wirklich das Maximum rauszuholen, dass man da trotzdem noch einiges mitmachen kann. Die Nemesis-Rüstung gibt es auch in Plus, wo sie natürlich dann noch mal ein Stück weit mehr helfen. Und wenn ihr das halt macht, dann guckt halt auch, dass ihr wirklich die besten Amulette und Ringe noch mit anlegt, weil ihr dann halt wirklich gut Schaden macht. Gut. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt soweit durch hier mit dieser Runde. Also es ist noch in Bearbeitung ein Video über Epic-Fusionen. Es wird dieses Video jetzt noch bearbeitet. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles am Mittwoch, also heute haben wir Mittwoch, rausbringen kann. Wenn nicht, wird es Donnerstag. Hier gibt es zum Beispiel eine Epic-Rüstung mit Feuerwasser. Die finde ich auch von den Werten her einigermaßen gut, nur 5000 Gems dafür auszugeben. Da habe ich jetzt wiederum keine Lust drauf. Ja, also da kriege ich für 1800 Gems kriege ich schon einen Run auf die Top 10 und kann mir da dann eine schöne Epic besorgen, ja. Aber Feuerwasser ist halt wirklich das, was mir am meisten fehlt. Andererseits jetzt gibt es ja die Feuerrüstung, Epic-Rüstung im Star Crystal, also im Kristalldingens Event. Theoretisch haben die wieder rausgenommen? Ich bin jetzt sehr verwirrt. Bin wirklich verwirrt. Ich bin mir sicher. Da war eine. Nee, das ist eine Wasserfeuer, aber die meine ich nicht. Oder habe ich sie schon überblättert? Weil meiner Meinung nach gab es die Feuer. Gab es hier schon zum Angucken, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Es war doch Feuer, oder? Natürlich war das Feuer. Sehr verwirrt bin ich jetzt.
Sehr merkwürdig. Oder wird's mir wirklich ganz zum Schluss? Nee, wird mir nicht. Das war doch... Jetzt muss ich hier mal gucken. Oder haben sie das gerade wieder rausgenommen mit dem Patch heute von dem Boss? Weil ich will auf jeden Fall dann auch dieses Mal wieder ein bisschen früher anfangen mit Items sammeln. Also mit den Sternfragmenten. Also ihr könnt mir gerne unten dann in die Dings schreiben, ob ich mich erstens hier zu blöd anstelle und die Sache einfach nur überblättere. Oder ob es tatsächlich so ist, dass die wieder rausgenommen ist. Weil ich bin mir sicher, ich habe es auch in dem anderen Video gezeigt. Wollte jetzt eigentlich nur in diesem Video einfach nochmal darauf hinweisen, dass es die gibt. Da sind Stardust, aber das ist voll der Epic Boss. Entschuldigt mein Gegähne, aber es ist leicht anstrengend, manchmal hier zu scrollen. Nein, allgemein, das Leben ist manchmal anstrengend und ja, in meinem Alter und überhaupt. Da sind noch 49 von da, fehlen noch 49, vielleicht einfach, weil ich davon ein Item habe. Aber das ist doch echt. Also ich bin mir sicher, dass die angezeigt wurde. Da brauchen wir 50 mehr. Nö. Also äußerst merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, das lässt hoffen, dass es doch nicht so bald dazu kommt. Da kann ich dann auch ein bisschen low machen und warten, bis sie dann kommt, das Event. Okay. Ja, das wäre es jetzt soweit von mir. Willst du noch irgendwas sagen? Tschüssi. Tschüssi, genau, das ist ein gutes Schlusswort. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid. Ja. Ja, tschüss.